Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in DD2. Wir fahren heute mal ein RPJ mit unserem schönen Kiebel hier. So für eine Stunde circa und ja, mal schauen, dass wir einigermaßen gut durchkommen. Sind gut Stellwerke offen. Ah. Ganz vergessen. So, das habe ich ein bisschen spät jetzt gesagt. Ich darf zum Teil nochmal anfangen. Es hatten mich ein paar eingleisige Sachen offen. Da würde ich gerne mal ein bisschen rumfahren für eine Stunde. Aber nicht zwingen. Und dann würde ich mal ein paar Sachen loswerden. Zum Thema DD2. Da gibt es ein paar Sachen, die ich so ein bisschen beobachtet habe. Ja, Lichter passen, Türen offen, Fahrzeug einsatzbereit. Hier in Zolle ist momentan noch nichts los. Ich würde sagen, wir warten jetzt hier mal auf den Fahrplan und dann auf die Abfahrt. Und dann geht's gerade los. Also, kleiner Cut für euch geht's schneller als wie für mich. So, da bin ich wieder. Fahrplan haben wir auch. Abfahrt ist um 14.34 Uhr und geht bis 15.47 Uhr. Mit Ende in die gute Graboska. Okay, ich mache mir das hier mal ein bisschen kleiner. Bis Lizizia. Unseren ersten Halt um 14.58 Uhr. Gut, hier ist eigentlich soweit auch alles ready. Ich muss eigentlich nur noch die Türen zumachen. Und dann geht's auch schon los. So, von der Verteilung her schaue ich gerade mal in Stationik nach. Wir haben 23 Stationen und 22 Lokführer. Fast gleich. Wäre natürlich schön, wenn mehr Leute als Lokführer unterwegs wären. Aber zu dem Thema kommen wir gleich. Ich glaube, wettertechnisch könnte man eigentlich mal umstellen. Dass wir vielleicht noch was anderes haben. Vielleicht. Oh, mal Foggy. Ja, warum auch nicht? Ein bisschen Nebel. Schadet nicht. Und Channel gehen wir schon mal einen Daumen nach oben. Okay. 15 Sekunden. Dann würde ich sagen, machen wir die Tür mal zu. So. Wie schauen wir aus mit der Ausfahrt? Dass ich hinten freigegeben haben, oder? Sieht man jetzt schlecht mit dem Nebel. Ah, warum habe ich eigentlich immer so ein Pech, wenn ich aufnehme? Dass ich da nicht pünktlich fahren kann. Schauen wir mal ganz nett. Sieht's denn aus mit der Ausfahrt? Lassen Sie mich hier raus. Bitonia ist gerade raus. Anfängerstellwerk. Das fängt ja schon mal richtig gut an. Da ist auch ein Anfänger gerade drin. Oder war drin. Es ist 21 Uhr. Der Spieler Wien. Machen wir vielleicht mal Offline-Fahrt dann gleich schon mal. Tono, Lizizia. Ja, ich rechne mal mit mindestens 5 Minuten Verspätung. Das ist natürlich immer sehr unschön, wenn Fahrdienstleiter, also gerade Anfänger, dann einfach mal rausgehen mit einem aktiven Fahrplan, das erstens, ja, cool. Erstens kann sowas abgestraft werden, wenn ihr mit aktivem Fahrplan weggeht. Und zweitens ist auch für die Lokführer dann doof. Offline-Fahrten sind nicht so schön. Thank you.
Los geht's mit dem Eingleisigen. Ja, also zum Thema Lokführer. Ne? Wir haben meistens ja das Problem, dass wir mehr Fahrdienstleiter haben als wir Lokführer. Weil natürlich alle unbedingt FDL machen wollen, aber halt nicht fahren. Und das ist halt ein bisschen ein Problem in Training Driver 2. Also ich versuche das eigentlich immer so zu machen, dass bevor ich Fahrdienstleiter mache, dann fahre ich eine Runde oder zwei. Wow, wenn es geht, mindestens eine. So für ein Stündchen oder so. Und dann Fahrdienstleitern. Weil das macht dann auch Fun für die anderen, dass man hier was tut. Man tut dann auch zeitgleich natürlich auch sein Fahrlevel hochbringen und das kann ich euch nur raten, dass ihr vielleicht vorher auch mal eine Runde fahrt. Ihr müsst ja nichts Langes fahren, aber also sie fahrt mal für eine Stunde, zwei rum und dann FDL. Oder ihr macht es zum Beispiel umgekehrt. Wenn ihr jetzt nicht lange FDL und das sich beschwert in den Abend macht, fahrt danach mal eine Runde. Ist natürlich auch ein Erfahrungsplus, je mehr man fährt. Kommt dann doch oft vor, dass man besondere Situationen hat und dann lernt man mit denen umzugehen. Und wenn man als FDL gute Fahrkenntnisse hat, schadet es nicht. So, maximal 60. Ich finde es da, ich habe es leider schon ein paar Mal jetzt beobachtet, ich finde es dann ein bisschen traurig, dass ein paar Leute anfangen zu fahren und dann genau die Mindestkilometer abfahren, damit sie FDL machen und dann gefühlt halt nicht mehr fahren. Das kann ich nur keinem empfehlen, dass ihr da wirklich aufs Minimum nur geht und dann quasi halt der Action macht. Denn ihr braucht die Erfahrung einfach auch vom Fahren her, damit ihr wisst, wie die ganzen Abläufe sind, wie es funktioniert etc. Und dann gibt es auch so Kandidaten, die auf Stufe L dann auch schon zwei Stellwerke aufmachen wollen. Auch das kann ich auch nicht empfehlen. Kommt erstmal ein bisschen rein, lernst die Regeln kennen von der polnischen Eisenbahn. Das Regelwerk ist ziemlich groß und mit einmal ein bisschen spielen ist es halt nicht drin. Also ich sag mal, so 3-4 Monate rumfahren und FDL und dann kommt man dann so langsam drin und hat die gröbsten Sachen mal erlebt und auch mal gemacht. Wie gesagt, je höher ihr dann werdet, umso härter werden dann die Strafen, weil ihr natürlich dann nicht mehr den Welpenschutz habt mit L. Auch da könnt ihr natürlich abgestraft werden, je nachdem, was ihr macht. Aber geht es wirklich langsam an, gerade als Fahrdienstleiter. Und auch wenn die Station vielleicht nicht allzu komplex ist, auch kann dort trotzdem irgendein Blödsinn passieren. Ihr müsst auch umgehen, wie gehe ich mit Verspätungen um? Was mache ich, wenn ein Zug Störung hat? Was ist, wenn ein Bahnübergang eine Störung hat? Wie gehe ich damit um? Was muss ich vielleicht schreiben? Wie mache ich schriftliche Befehle? Was gibt es für schriftliche Befehle? Und. Das ist kein Casual-Sim, das Sim-Rail, wo man dann einfach mal rausgehen kann, wenn man dann Blödsinn gemacht hat. Bis nicht jederzeit rausgehen kann, so allgemein. Sondern es soll ja wirklich eine realistische Simulation sein. Man sollte sich entsprechend natürlich an die ganzen Vorschriften auch halten. Ich meine, was ich jetzt auch schon gehört habe, waren so Sachen wie, ja, bei einer Ausfahrt muss das TM-Signal noch mitgestellt werden. Liebe Leute, wir sind hier in Polen, nicht in Deutschland. Vergesst es nicht. Deutsche Eisenbahnregeln gelten hier nicht. Es gibt zwar viele Ähnlichkeiten, aber es ist nicht gleich. So, einmal drüber über den Bahnübergang hier. Oder was natürlich auch schön ist, wenn man das vielleicht irgendwie so tagesweise macht. Man Tag FDL, man Tag mal ein bisschen rumfahren. Es gibt auch echt tolle Szenerien, die toll ausschauen. Fahrt zum Beispiel auch mal so eine Anschlussbedienfahrt. Schnappt euch dann eine SM42 mit ein paar Wagen hinten dran, fahrt ein, zwei Stationen ab und dann sagt ihr, ja, ihr wollt mal in die Nebengleise reinfahren, da Sachen raus und wieder reinbringen. Das freut auch den Fahrdienstleiter, wenn er dann ein bisschen mehr machen muss, als wie nur die Züge von links nach rechts schicken. Ich hatte das vor kurzem in Arcadia. Ich
meine, ich habe sogar aufgenommen. Ja, ich glaube, ja. Solche Aktionen sind dann echt ganz cool. Und gerade im mechanischen Stellwerk, wenn man dann solche Rangieraufgaben hat, muss man dann auch gut mitdenken mit den Weichen. Das ist eine sehr gute Übung. Weil ansonsten, wenn man sich die Fahrstraße ja macht, dann denkt die Fahrstraße ja für einen mit, dass ihr da alles richtig einstellt. Zumindest zum allergrößten Teil. Und vor kurzem habe ich auch das Tutorial für den Multiplayer gemacht. Und das ist ja auch nur oberflächlich, aber besser als gar nichts. Das sollte auch da den Leuten einen besseren Einstieg in GT2 hoffentlich ermöglichen. So. Da wären wir in Betonia. Sind sogar in der Zeit. Einigermaßen. Also der Nebeleffekt hat ja schon was. Da mal. Hinter der Linie. Sollen es. Dann werden die Leute wieder überfahren. Erst vor kurzem wieder gehabt. Sehr gut. Hat er gut gemacht. Mr. Wien. Sind manchmal schon sehr kreative Namensentscheidungen. Ups, das war das Falsche. Was habe ich jetzt mit G ausgelöst? Was ist das? Ah, okay. So. Ach ja, so ein bisschen Autoverkehr war eigentlich noch witzig. Inklusive Unfallsimulation. Keine Ahnung, wenn offen ist oder so. Auto fährt rein, Gleise halt irgendwie. Wenn du nicht aufgepasst hast. Ja. Ich kann mir noch überlegen, ob ich für einen Fahrtag wirklich mal so ein Diesel-Special mache. Aber nur so SM42 ohne, ich glaube, da würden ein paar Leute das nie so toll finden. Das ist so eine eingleisige Hauptstrecke. Irgendwie kriegen wir das nochmal hin. Sehr viel Spaß am Feld da. Immer zu schnell. Sehe ich eigentlich doch meine Kilometer? Nö. Dezent zu dunkel. Nee, aber um nochmal zurückzukommen. Aus Fahrerseite geht es wirklich ruhig an. Tut es die ganzen Züge nicht erzwingen, tut es nicht powerleveln, dass ihr dann auch noch zwei Sachen aufmacht. In der Ruhe liegt die Kraft. Weil nur weil ihr dann ein höheres Level habt oder höhere Stellwerke. Ja. So. Heißt dann nicht im Umkehrschluss, dass dann auch viel mehr los ist. So ist es dann nicht. Und gerade wenn die Station dann brennt, dann ist Krisenmanagement angesagt. Da bin ich auch schon sehr oft in Schwitzen gekommen. Ja, aber Gott schon Sachen. Habe ich jetzt noch gebraucht, ob es dunkel bleibt. Tja. Muss der nächste Übergang bald kommen, oder? Immer noch mal ein bisschen Schmackes. Einsehen. Ja, wie toll ist es doch noch ein bisschen länger, als man denkt.
Mal überlegen, ob ich mal die Burg nicht mal einen Livestream mache. Weil die Burg, glaube ich, könnte auch so eine Station sein, die stressig werden kann, wenn immer ein bisschen was los ist. Und dann mit Manöver. Aber es wäre eine geile Station. Schade ist bei der, dass es einen Anschluss hat. Also den vierten Anschluss, der nicht mehr in Verwendung ist. Bin ich gerade vorher mal spaßeshalber abgegangen. Ist sogar ein gutes Stück noch nachdetailliert, bevor es dann aufhört. So. Die Bahnübergänge sind halt schon ein Risiko. Gut, dass sie zumindest bei uns immer weniger werden. Ah, wow. So, Lizuccia. Wen haben wir denn da drin? Der SZ Pacus. Ich würde mir liegt es auf der Zunge, das anders auszusprechen, aber das lasse ich mal lieber. Auch ebenfalls L. Elke-Stellwerk. SBK. Aber immer drin. Einmal Hallo sagen. Ja, dann können wir hier mit dem Fahrplan mal raufgehen. Auch keine Schranken hier. Ach, ganze 10 Minuten Zeit bis dahin. Bin ja schon mal gespannt auf die erste zweigleisige Dieselstrecke. Problem ist, es gibt uns sonst keine zweigleisige. Vielleicht dann noch eine zweite. Und es gab auch im Forum Umfragen bezüglich den nächsten Lokomotiven. Also vor allem Diesel-Lokomotiven. Und da hat es mich überrascht. Da haben die Leute für die modernisierte Version von der SM42 am meisten gestimmt, anstatt wie eine andere stärkere Lokomotive. Verstehe ich nicht. Also ja, das muss eine gewaltig große Liebe zu der SM42 sein, dass sie sagen, die wollen da eine modernisierte Variante haben, bevor sie sonst noch eine neue Diesel-Lok haben wollen. Also, ja, dann gab es schon auch Votes, so ist es nicht. Aber ausgerechnet die SM42 am meisten. Ich meine, für mich auch okay, wenn die dann auch wirklich mehr Leistung hat. Das ist ein verlassener Bahnsteig hier. Moin. Inzwischen? Ja, das war Gavroni. Mit Durchfahrt um 50. Voll in der Zeit. Geil. Ach, schon geil. Hat auch was in der Nacht so zu fahren mit dem Nebel. Ist aber nur bei Elternstationen ein bisschen mäh, wenn man die Signale dann eh schon kaum sieht. Da ist der Nebel dann nicht sehr hilfreich. So, achso, das ist nur die Ankündigung für die andere Seite.
Und was ich heute auch schon hatte, was ich auch mutig fand, ist, ich weiß gar nicht mehr, wie die Station geheißen hat, auch Anfänger auf einer, auf dem Stellwerk mit, also mit normalen zwei Gleisen, quasi eingleisige Szenerie, wo man ein bisschen rasen kann. Und da hat er tatsächlich zwischendrin Gleis gesperrt und einen Bauzug dort abgestellt. Also er hat gut ausgesehen. Aber auch sowas ist schon mutig als Anfänger. Sich da selber schon mal ein bisschen das Gleis zu blockieren. Mo. Was zum. Stand der gerade da so halb auf dem Traktor drauf? Wirklich extrem. Kann ich mal die Zitze mal im Plan aufmachen? Ich halte die Station nicht mehr. Hey Zitze, wo bist du? Scenery Level. Machen wir es mal so. Ach da. Nee, Zitze. Anschlusslänge. 9,3 Kilometer und auf der anderen Seite 4 Kilometer. Das ist nicht kurz. Und Spawns haben wir hier ein TOW mit 650 Meter, EZT 200 Meter, Boss mit 200 Meter und SM42. Spawn halt mal auch noch. Also ein bisschen was los da. Also spawntechnisch. Ach, stimmt. Letztes Mal ja gerade wieder ein, das war auch das Stellwerk, glaube ich, wo ich damit angefangen habe. Mit SPK. Ich glaube, das allererste TD2-Video ist da drin. In der Station. Lange ist es her. Ich glaub, müssen jetzt schon 2 Jahre sein. Wir sind jetzt auch von der Richtung her richtig gefahren, weil Vitonia ist auch der Nachbar von Lizitia. Und in die andere Richtung wird es eigentlich nach Ozorkov weitergehen. Da hat schon ein Zeichen von Zivilisation. Keine Einfahrt habe, aber ich glaube, ich habe eine. Da hätte ich jetzt Fragen gehabt. Es ist ja auch so ein Dauerbrenner. Es ist keine Einfahrt geben, wenn man weiß, dass in Zukunft. Das triggert mich fast jedes Mal, wenn ich das sehe. Es ist ja auch unnötiges Ausbremsen. Ja, da müsste da hinten die Kurve kommen und dann sollten wir da sein. Schön on time. Auch geil, bis sie das Signal da oben hin versetzt haben. Damit man es hier besser sieht. Södele. Ah, vorne ist der Bahnhof. Wir haben es geschafft. Direkt straight rein.
Zödere, schönen guten Tag. Stehen zu bleiben. Sehr gut. Mal rausgucken. Ja, wunderbar. Wenn die Leute noch rübergehen. Eigentlich kann ich auf. Eigentlich wäre schlauer gewesen, auf der linken Seite aufzumachen. Das mache ich auch mal. Das ist dann der kürzere Weg rüber. So, haben wir wieder rein. Mache ich rechts wieder zu. So, Abfahrt 9. Okay, dann würde ich mal sagen, gibt es mal einen kleinen Cut für euch. Und dann sehen wir uns bei der Abfahrt wieder. Bis gleich. So, Abfahrt steht kurz bevor. Ausfahrt haben wir aber noch keine. Mal trotzdem hier mal zumachen. So, Maestro. Ja, sehr gut. Geh mal hier mal ein. Plus bloß raus. Was ihr irgendwie auch kaum Fahrdienstleiter machen, ist eine Abfahrtsmeldung. Also was ihr seht, zum Beispiel Zug 16455 ist abgefahren an die nächste Station, obwohl es Vorschrift ist. Also gefühlt zwei Drittel der Leute tut es nicht. Ist natürlich vor allem dann praktisch, wenn man von der Station gleich mehrere Züge bekommt, dass man gerade Bescheid weiß, was da eigentlich kommt. Oder gerade bei einer SBL, was automatisch blockiert, wo du vielleicht am Anfang noch gar nicht mitkriegst, dass was dran ist und herkommt. Dann gibt es Überraschungen oder Verspätungen, wenn er zum Beispiel viel zu früh blockiert hat. Mal 4 Kilometer hier. Und dann haben wir hier Grebo. Ola, technischer Halt von 3 Minuten. Ich gehe mal davon aus, das werden wir skippen. Ich muss sagen, so von allen Fahrzeugen hier in TD2 gefällt mir die Hupe in dem Triebwagen am besten. Klingt auch am annähersten, so wie in Real, aber bei der modernisierten Versionen, die ich gesehen habe, die da so durch die Gegend gefahren sind. Schade, dass ich es nicht geschafft habe, mit einmal mitzufahren. Naja, beim nächsten Mal dann. Läuft ja alles nicht weg. Maximal nichts in der Gegend hier. Okay, das müsste dann Zirpo sein. Was ich hundertprozentig falsch ausgesprochen habe. Mein Sehen, leider heute ohne Halt. Und
kein Osterbrot, der überall hält. Und da kommt der Übergang. Sehr gut. Ebo, 15.08 Uhr. Das nochmal irgendwann implementiert wird, Kuppeln mit dem Triebwagen hier. Schön wär's. Oh, kein fließender Übergang. Oh, dann dürfen wir jetzt endlich mal schneller fahren. Geil. 100. Los geht's. Bis ich dann später wieder 80 fahren darf. Gehen wir mit der Kamera mal ein bisschen nach hinten. Voll Lebkuchen, Mann. Sehr gut, mein Sehen. Alles klar. Schauen wir mal, machen wir eine Spionage. Wir sitzen in Vola. Vola, 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 Vola. Ein Level Alpha. Ja, damit ihr wisst, was zu tun ist, habe ich mal vollstes Vertrauen. Vielleicht sollten es alle wissen. Sind da mega zu stressen. Verlassen ist weiß. Ja, geht es raus, dass man 80 runter. Ah, ich werde ein bisschen bremsen müssen. Das ist ein kompletter Anschluss, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Wäre eigentlich interessant, stehen zu bleiben und zu schauen, ob man da noch was Interessantes sieht. Das mache ich noch echt gerne, wenn die verlassenen Strecken ablaufen. Ab und zu gibt es halt wirklich Überraschungen. Södre, Ankündigung. Für keine Weiterfahrt. Moment, ist das das Gleis hier? Nee, oder? Es sieht so geil aus mit dem Nebel. Oh, geil! Ja, gut, dass ich mir Zeit lassen habe. Und verschwinde die Bus. Oh,
Ja, geht schon mal. Das ist eine gute Fahrt. Ja. Und nun dir noch eine gute Sicht. Wir heizen wohl auch noch mit 100. Aber 90, 80. Mal wieder heizen. Bisschen guter. Was schauen wir denn aus? Wola hat momentan zwei Züge bei sich. Oh, das wird kuschelig. Schauen wir uns das mal kurz an. Wola. Haben wir dann einen Express bei sich und einen anderen, die jeweils in die andere Richtung fahren. Also mindestens ein Zug sollte uns entgegenkommen. Station hier ist einfach die beste Seite ever. Ist eigentlich auch hart da. Bahnübergang, wo Züge 100 fahren ohne Schranke. Ein sauberer Übergang. Oh, wir haben Glück. Okay, Express ist weg. Heute ist deutsche Runde hier angesagt. Aber Felix KF ist coming. Was auch immer er da vorhat. Da kommt sie nicht. Da will irgendjemand den Fahrplan übernehmen. FDJ scheint nochmal ein bisschen Timetable. Ah, okay. Digga, ja, mein ist. Oh! Da hast du jetzt gerade was falsch gemacht. Keine Einfahrt. Ja, aber jetzt. Gut, ja, wieder raus. Driver traced. Another train driver is coming to continue my plan. Ja, jetzt, ja, aber gerade sagen, jetzt too late. Wenn er schon mal gelöscht ist, kannst du den Fahrplan halt nicht mehr wiederherstellen. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Wertung dann ist, wenn du einen Fahrplan jemand anders dann weitergibst. Wer dann schlussendlich die Wertung kriegt. Kilometer werden so oder so zählt. Hätte ich jetzt mal gemeint. Da ist er ja. Moin. Ganz nach vorne.
ist schon mal... nice. Ach, 1000 feiner Stop. Okay. Bola ist so eine Station, da habe ich auch ein bisschen Respekt davor. Da kann es irgendwie ganz schnell stressig werden und du hast kaum Platz zum Ausweichen. Das kann hier Gridlock werden. Deswegen. Ja, glaube ich, ein oder zweimal war ich drin, kurz, aber nie so wirklich lange. Da hinten war eine Abstellung, ne? Ah, viel zu lange her, dass ich da hinten drin war. Aber wenn ich zum Beispiel mit so Anschlussgebietfahrten, da... Was? Too weit wie Terminal 17. Achso, der ist mit seinem Güterzug hier rein und wollte dann den an... Oh, die generell tauschen, dass er dann mit dem Güterzug dann weiterfährt? Da haben wir die alten Kühlwagen unterwegs. Okay, interessant. Natürlich, glaube ich, nervt den mal nicht weiter. Aber hat jetzt schon Spaß mit den beiden. Ach komm, das... Okay. Was noch liegt. Ich bin jetzt gerade so faul, Google Lens rauszuholen. Ja, jetzt sehe ich. Einmal ausholen lassen. Ah, so Bravo wie Schotten. Ich glaube, wir fahren dann den langen raus. Ich stehe kurz mit, was glaube ich, was mit der Weiche 20 da hinten. Na, ja, es passt jetzt ganz gut damit den Rollen. Nein! Oh je! Ich habe immer noch wohl offene Station, nicht? Hat der liebe Hahn da minus 1 für die Daumen. Ich meine, Daumen sind jetzt nicht wirklich aussagekräftig. Haben jetzt auch nicht einen Impact. Aber doch. Ich gehe mal davon aus, es wird ganz schnell wieder nach oben gehen. Kamenik Play 052. Moinsen. Klar. Also Chance in World Vibes hier. Und da haben wir auch schon die Abstellung. Was ist eigentlich ihr da? Rumtanzen! Wollten Fischer gut hinpassen.
Ja, so lässt er uns reinfahren. Sehr gut. Mein Gott, gerade wieder rausfahren. 22 bis 25. Ja, das bin ich jetzt einmal sehr gut gefahren. Wahnsinn. Ich hab Glück. Weiß ich schon, komm, vielleicht letzte. Ja, ein Schermin. Ja, wobei, so weit brauchen wir es nicht mehr. Ich glaube, wir werden sehr pünktlich in Liguta ankommen. Mal sehen. Zur Treppe hin. Tür auf. Gut ist. Sehr gut. Okay, liebe Leute, ich mache mal einen kleinen Cut hier, weil die ganzen Minuten müssen wir jetzt nicht zusammen warten. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder zu einer hoffentlich pünktlichen Abfahrt. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Abfahrt theoretisch in 30 Sekunden und da gab es schon die Ausfahrt. Sehr gut. So muss das laufen. Da, was ist meine Türsteuerung? Da. Ey, das ist so nice, mit dem Stream Deck den Zug zu steuern. Ich habe da für jede Lok ein entsprechendes Pattern gemacht. Könnt ihr übrigens auch nutzen. Habe ich in Discord verlinkt. Da drücke ich einen Button für den Summer, vielleicht parallel den anderen für die Tür. Das ist so viel immersiver, als wenn man das über die Tastatur macht. Von dem Video, das ist eine TM-Signal von dieser Abstellung da hinten noch nicht gefixt. Finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, das da ist es. Oder? Ja, ich glaube, müsste das gewesen sein. Diese Weiche da. Ja, der Ober, wie Schottny. Charme, 35. Ja, ja, ich drück ja schon. Nicht stressen. Seitdem ich hier abgefahren bin. Wenn man so einen Schermin so für eine Zuglage hat, ist auch so die Station, die immer dauerbesetzt ist. Und so entsprechend dann wieder schwer rein. Außer man fragt. Für eine Übernahme. Da haben wir die Ankündigung für 70. Oder da zum Beispiel mit so einer SM die Wagen hier abholen. Eigentlich auch witzig. Hinten stehen sogar noch mehr Wagen rum. Ich glaube, ich bin da hinten noch nie reingefahren.
Das muss ich mal machen. So. Moment, geht bis hier noch die Gleise? Ja, okay, da war der Prellbock. Sieht ja, solche Sachen entdeckt man, wenn man ein bisschen rumfährt. Da kann man schon mal ein bisschen vorplanen für die nächsten Sachen, die man vielleicht anstellen möchte. Ja, doch, so eine Anschlussbedienfahrt, die machen wir mal. Was ist richtig umverteilen? Und 3-4 Stationen klauen und wieder die anderen wieder abladen. Ganz 5 Minuten noch bis Shermin. Jetzt noch im Angebot der magische Tunnel. So, Schermen, glaube ich, kann ich dann gleich losballern. Ja, genau. 130. Und dann gehen wir mal hier mal raus. Na, verbinden wir. Ja, hat funktioniert. Sehr gut. Und keiner, der noch MT fährt, so umgestellt. Moin sehen! Oh Gott, der Pfeiftrafel, der hat gerade nicht hinguckt. Im Zweifel lieber einmal zu viel pfeifen. Ja. Nochmal. Schade, dass es für das nicht extra Punkte gibt. So wie ein Simrail. Das sind 50 Punkte, was man jedes Mal kriegt. Ja, vielleicht auch was fürs Level-System. Das saubere Fahren. Ah, oh, schade, ich kann das runterfahren. Aber das sind so seltene Momente, wenn man auf einer Brücke ist und runterfährt was. Oder umgekehrt. So gefühlt. Nach jeder 30. Fahrt hast du es vielleicht ein einziges Mal. Ui! Na, ist jemand über Rot drüber? Mit ganze 45. Das wird den Fahrdienstleiter aber freuen. Es ist schon spannend, was man hier jedes Mal erlebt. Immer wieder ein Abenteuer. Ja, keiner sagt was dazu. Auch gut. Er fährt wieder an. Thank you.
Söderer, Rins in Stellwerk. Ich habe den jetzt gerade nicht im Stellwerk gesehen. Das ist ein Nachteil vom Nebel. Man sieht den Bahnsteig natürlich auch später. Söderle, schönen guten Tag. Ui, der Wart mit der weißen Lok. So eine geile Lackierung. So, bleiben wir mal hier bei dem Treppen hier stehen. Tür auf. Nice. On time. Mein Kollege. Okay. Ja, jetzt weiter. Ja, dann wird schon passen. Wo ist der FDL? Da steht er. Mein Sehen. Ja, und das ist der Lokführer. Ja, doch, ich glaube, das ist so einer meiner Lieblingslackierungen. Sieht irgendwie schön aus. Das könnte ein TLK sein, so von der Config. Ach ja, TLK-Form. Kannst du nur empfehlen. Ist ein Abenteuer. Aber nur, wenn ihr keinen Zeitdruck habt. So, rein in die Bude. Und dann würde ich sagen, machen wir noch mal ganz kurz einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, der Abfahrt steht kurz bevor. Der ist jetzt einfach mal kurz ein paar Meter nach vorne gefahren. Warum auch immer. Aber eigentlich sollte ich jetzt vorab losfahren. Türen gehen zu. Yes. Tja da. Ciao. War vor dir. So, plus plus. Gut gemacht. Bin stolz. Absolut pünktlich. Ob der Verspätung hat oder einfach nur zu früh abfahren wollte. Könnte nachschauen, aber. Nee. Ich bin happy. Ich gehe da steil und 42 und mir wird's wohl. Ja, okay. Er fährt gleich los. Spätestens auch da müsste eigentlich den anderen losschicken können. Glaube ich. Na, wunderbar. Kann uns eigentlich nichts mehr aufhalten. Und da hat er die Ausfahrt gekriegt. Oh, Gas geben, 140. Oh, Bahnübergänge sind auch intakt. Also in Germany passiert mir das so oft, dass da die Bahnübergänge irgendwelche Störungen haben. Man verliert immer so viel Zeit.
Vor allem, wenn dann gerade mehrere Störungen haben. Das ist wunderbar. Aber ich hatte auch schon Signalstörung plus Radiobegang im Arsch. Man ist halt auch gelaufen mit dem Fahrplan. Oh scheiße, ich fahr zu schnell. Nicht darauf geachtet. Ja, wenn wir gleich wieder langsamer. Jetzt gibt's Haue. By the way, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber wenn ihr die Tape-Funktion anhabt in GD2, dann könnt ihr euch mit dem Hasler-Tool quasi eure Fahrt, also die Aufzeichnung von der Fahrt, anzeigen lassen. Das sieht dann auch so aus, wie als würdet ihr da wirklich das Fahrtenpapier rausnehmen mit den Linien. Das ist noch ganz witzig. Das bin ich per Zufall drauf gekommen, als ich da für den Hasler-Tacho recherchiert habe, dass es das Tool gibt. Kann man sich über die Mastzyner-Seite runterladen. Oder sucht einfach mal nach dem Hasler-Tool. Hab das Tape noch nie gebraucht in irgendeiner Beschwerde. Oh, der fährt auf SZ. Ist aber nicht schön. 82 über 40. Er läuft. Ja. Naja, immerhin war es nicht rot. Da hätten wir schon die Gouda. Nice, also war eine gute Fahrt. Bin ich echt happy. Haben wir noch in Lugote die Einfahrt. Was hier in der Spaßstation so abgeht. Oder die SCZ. Presszug hier drin, gemäß der Nummer. Was schreibt er da? Enabled Edge bis weit in WAG, so ein Business Station zu mir, tracken lässt und sein. Ach, der wird dann noch hell weiterfahren. Der ist im 42 auf Huckepack. Ah, bin ich jetzt gleich mal gespannt. Ist eigentlich auch eine geile Idee, ne? Bis zu einer Station X fahren, da mit der SM42 hinten dran. Dann quasi so abkuppeln simulieren. Mit einer SM42 wieder reinspawnen. Und dann weiter vorne zum Beispiel, in dem Falle hell. Echt keine schlechte Idee. Ja, auch mal eine Video-Idee. Elektrisch fahren mit Diesel und dann elektrisch fahren und auf Diesel wechseln mit dem gleichen Zug. Macht man halt nur eine Station, die da mitmacht. Oha, Kompressor. Klingt aber auch nicht mehr so gesund. Zeitlich, pünktlich, so muss das. Schweizer Präzision.
Der hat sich schon mal im Wagen hingestellt da. Ach so, wieder da nicht. 6%. Jetzt bin ich gespannt. Ich hätte vermutlich irgendwo da links unten. Wenn er da hier frisch gespawnt ist. Wir fahren gar nicht nach ganz unten. Okay. Also, jetzt wird jetzt schon Iske. Okay. Wo steht denn der? Ach, da hinten. Jetzt ist aber schwarz unterwegs. War die SM ganz hinten? Leute, ihr steht da ein bisschen gefährlich. Aber schon noch interessant, dass er mich hier hingeschickt hat. Als jemand zu Swap, jetzt mit diesem Disco. Na, wenn er nicht enden kann. Okay, hören wir mal ganz kurz hinzu. Nee, da hat keine SM42 da. Also da wird er damit der dann reinspawnen wollen und dann weiterfahren. Das ist natürlich Lisco ein bisschen geiler, weil Lisco hat natürlich einen Dieselanschluss. Kann ich sogar direkt so weitermachen. Ich glaube, ich mache das mal mit Lisco. Aber da mal runter ist, sonst eh nichts los auf dieser Dieselanschlussstrecke. Okay, liebe Leute, das war's mit der Fahrt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einmal nach oben da und dann bis bald und gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.